So, wir haben Sehnenfirke behandelt. Wir haben den Satz gefunden. Wir haben damit eine Menge rumhantiert. Ja, gegenüberliegende Winkel im Sehnenfirk sind zusammen 180 Grad, ergeben zusammen 180 Grad, sind supplementär. Ja, das muss erstmal verstanden sein, worum es dort geht. Davor brauchen wir gar keinen Beweis zu machen. Jetzt können wir uns an den Beweis machen. Also, der Beweis. Und der sieht ein bisschen anders aus als Alpha 1 plus Alpha 2 plus Gamma 1 plus Gamma 2 plus Beta 1 und so weiter und so fort. Das ist nichts. Es geht schöner und eindrucksvoller. Ja? Cool. Wir sollten also zeigen, beispielsweise, dass dieser Winkel und dieser Winkel zusammen 180 Grad ergeben von der Größe her. Okay. Wird nicht ganz so einfach sein. Man braucht eine springende Idee, man braucht eine zündende Idee. Und gut, wenn man solche Beweise häufiger gemacht hat, kommt man mal auf so eine Idee. Ja, da stochert man einfach mal rum und guckt mal, was geht. Und mir fällt gar nichts rein. Scharfes Raufgucken hilft nicht viel. Ich zeichne mal was. Ich zeichne einfach mal. Beispielsweise ist ja ein Sehnenviereck. Die Eckpunkte liegen auf einem Kreis. Ich zeichne einfach mal diese Radien ein. So eine spontane Idee, wo die hergekommen ist, weiß ich auch nicht. Ja? Ich weiß jetzt natürlich, dass mir das beim Beweis helfen wird, aber sowas macht man einfach mal. Guckt, was sich dort ergeben könnte. Das Schlimmste, was wir im Mathematikunterricht immer machen, ist, wir tun so, der Mathematiker guckt auf ein Problem rauf und weiß sofort Bescheid und leitet sofort alles her. Quatsch. Der geht auch mal in die Irre. Der probiert. Ja? Trial and Error ist angesagt. Ja? Und kann auch daneben gehen. Okay, das wird jetzt nicht daneben gehen. Was habe ich jetzt hier? Wenn ich genauer hingucke, ich habe ein Sehnenviereck A, B, C, D. Das heißt, die Punkte A, B, C und D liegen auf einem Kreis K. Wenn ich diese Strecken hier einzeichne, dann sind das Radien. MB, MC, MD, MA. Diese Radien sind alle gleich lang, ist ja ein Kreis. Das heißt, alle Punkte A, B, C und D sind gleich weit von M entfernt. Sonst wären sie ja nicht auf dem Kreis. Okay, jetzt schauen wir uns mal hier so ein Dreieck an. Das Dreieck A, M, D. In der Schule blende ich dann mal alles andere aus. Nur dieses Dreieck. Diese Seite war genauso lang wie diese. Das bedeutet, dass dieser Winkel hier und dieser Winkel hier als Basiswinkel kongruent sind. Das verdeutliche ich mir mal. So, also dieser Winkel, ein gelber Winkel. Und hier nochmal ein gelber Winkel. Das habe ich bewusst gewählt. Zwei gelbe Winkel. Warum selbe Farbe? Weil gleich groß. Das geht natürlich für die anderen Dreiecke genauso. Das ist ein Radius, das ist ein Radius, das ist ein Basiswinkel, das ist ein Basiswinkel. Also, ein Basiswinkel, ein zweiter Basiswinkel, beide selbe Farbe, beide grün, beide gleich groß. Okay, dann machen wir hier weiter. Natürlich hier nochmal ein roter Winkel. Und nochmal ein roter Winkel. Warum? Gleiche Farbe. Sie sind gleich groß. Gleiche Farbe bedeutet immer gleich groß. Radius, Radius. B, C, M ist gleichschenklich. Die Schenkel sind B, M, C, M, Basis, B, C, Basiswinkel, die roten Winkel. Damit gleich groß. Basiswinkelsatz. Das wissen wir. Das gilt natürlich für das letzte entstehende Dreieck ganz genauso. Also. Noch zwei blaue Winkel. Da haben wir sie. Halt. Den haben wir nicht mehr. Oh. Abgegangen. Klasse. So, da muss ich mir kurz behelfen. Extra nochmal neu angefertigt. So, blauer Winkel. Sieht nicht schön aus. Ich ersetze den gleich mal. Also, war zu befürchten, blauer Winkel. Zwei blaue Winkel sind kongruent zueinander als Basiswinkel. So, jetzt haben wir insgesamt A, B, C, D ist ja ein Viereck.
Jetzt nehmen wir alle von diesen Dreiecken raus, von diesen Winkeln raus. So, und ich lege die mal nebeneinander. Hier drüben. So, ich habe also die beiden grünen Winkel. Okay, einfach mal nebeneinander gelegt. Dann kommen meine beiden roten Winkel. Okay, einfach mal nebeneinander gelegt. So, hier dran. Meine blauen Winkel. Okay. So, und noch die beiden gelben. So, ein bisschen auseinander. So. Okay. Die beiden gelben. Auch wenn es hier ein bisschen sich überlappt und so weiter, eins ist klar, da brauche ich nicht lange zu überlegen. Das ergibt einen vollen Kreis. Nicht nur, weil es so aussieht, ja, bei mir sieht es jetzt mal gar nicht, so genau habe ich die jetzt gar nicht angefertigt. Das ergibt auf alle Fälle einen vollen Kreis. Warum? Das kann ich beweisen, das kann ich begründen. Das ist ein sauberer Beweis. Oh, hier waren sie doch alle drin. Als er noch alle drin war, waren alle von den Winkeln, von den Innenwinkeln von A, B, C, D, von unserem Sehenviereck ausgefüllt. Jetzt sind sie weg. Das heißt, ich habe alle Winkel des Vierecks rausgenommen und zusammengelegt. Das heißt, ich habe die Innenwinkelsumme gebildet. Ja? Den plus den plus den plus den. Das, was ich hier gemacht habe, ist die Innenwinkelsumme. So, ich kriege einen Vollkreis, 360 Grad, das ist völlig klar. Ja? Alle Innenwinkel vom Viereck zusammen ergeben 360 Grad. Das ergibt einen Vollkreis. Logisch. So, die blauen sind immer gleich groß, die roten sind immer gleich groß, die grünen sind immer gleich groß, die gelben sind immer gleich groß. Ich habe hier also zwei rote plus zwei blaue plus zwei gelbe plus zwei grüne, 360 Grad. Was bedeutet das? Wenn ich nur einen grünen nehme, wenn ich nur einen gelben nehme, wenn ich nur einen roten nehme, wenn ich nur einen blauen nehme, dann muss das doch zwangsläufig einen gestreckten Winkel ergeben. Logisch. Ich habe gerade die Hälfte weggenommen. Ja, das waren zwei blaue, zwei gelbe, zwei grüne, zwei rote, waren zusammen 360 Grad. Rote, gelbe, grüne, blaue, immer gleich groß. Wenn ich von jedem einen wegnehme, dann habe ich die Hälfte gerade weggenommen. Die Hälfte von 360 ist 180 Grad. Ja, und das war also gerade zu zeigen hier. Wir hatten also letztlich gerade zu zeigen, hier einer, so. So, dann hatten wir hier den gelben da dran, okay. Dann hatten wir hier nochmal einen blauen und hier einen roten. Wir hatten letztlich zu zeigen, ein gelber plus ein grüner plus ein roter plus ein blauer müssen 180 Grad sein. Und das haben wir damit gezeigt. Das versteht man dann.